So, lala, da sind wir wieder bei Borderlands nach langer Pause. Wir sind immer noch im Halloween-DLC, wir haben nur noch was vergessen. Und wir haben auch seit ziemlich lange nicht mehr aufgenommen. Das liegt einfach daran, dass weder Poli noch ich gerade unglaublich viel Zeit hatten in letzter Zeit, also in den letzten anderthalb Monaten. Und wir uns jetzt deswegen erst kurz vor Weihnachten mal wieder zusammengefunden haben. Also Poli ist natürlich auch da. Ja, hier ist er. Ja, in Farbe. Mit ja. Geschützt und so. Ja, total toll. Nur weil ich die Taste nicht gefunden habe. Ja, da kommen wir, also wir sind natürlich raus, das wollen wir ja auch noch sagen. Und vor allen Dingen, uns ist die tolle Idee gekommen, wir müssen noch diesen, ich weiß nicht, ob es ein Boss ist, aber wir müssen auf jeden Fall zur Kirche. Das heißt, wir müssen hier so eine komischen, naja, ich weiß gar nicht, das, ja, wir müssen halt Kürbisse kaputt schießen, die so komisch rot leuchten. Das ist nicht dieses normalen hier, diese, die hier, diesen Fallstack, da fällt dir noch was raus, das sind ja Behälter. Sondern irgendwie so rot leuchtende Kürbisse. Und ich habe keine Ahnung, wo die alle sind, also es wird jetzt wahrscheinlich eine Minute dauern, die alle zu finden. Oh, das war... Ach, so ein Bonbon gibt's ja, ach, der war ja hier. Ja. Dann Scheiße, jetzt finde ich einen Nachschubbaum. Ich habe gerade Munition gekauft ohne Ende. Ja, das hätte gerade dir erst viel Geld sparen können. Ja, auf jeden Fall müssen wir diese komischen Kürbisse finden. Ich weiß, wie gesagt, nicht so richtig, wo die überall rumhängen. Nur, dass die nicht alle erreichbar sind. Ich glaube, wenn wir uns hier mit allen Gegnern rumärgern, würde das auch verflucht lange dauern. Also, ich wäre noch sehr dafür einfach. Oh Gott. Wäre noch sehr dafür einfach durchzurennen. Alter. Gingen die Gegner schon immer alle so schlecht tot? Ja, ich hab gerade überlegt hier. In der Gackenende hier. Oh. Ja, das könnte besser sein. Der ist feuerresistent, der gibt ja so einiges. Dann sind wir mal mit der nächsten Hüfte. Naja, das Erfolg sieht auch anders aus, mal ganz ehrlich. Ich hätte vielleicht vorher mal googeln sollen, wo die ganzen komischen Kürbisse sind. Das hätte vielleicht leichter gemacht, na egal. Ich renne jetzt einfach mal hier. Ist Slack eigentlich? Ja, ich habe doch hier meine super tolle Slack-Dauerfeuer-Ungeheuer-Waffe. Aua. Also das Ding hier, aber oh Gott. Ungenau ist die Knifte leider trotzdem. Ja, wo könnten diese dummen Kürbisse sein? Ach, da oben ist einer schon. Gut, so, wir haben schon mal zwei. Ich weiß übrigens nicht, wie viele es insgesamt. Achso. Das sind da halt irgendwie an, dass wir. Na, das, in der Mitte von der Map stand da hier diese komische Kirche. Und scheinbar ist es so, dass jeder dieser Kürbisse zündet irgendwie eine Fackel an. Und wenn wir alle haben, dann kommt da halt irgendwie der super sonst was Boss raus. Einziges Problem an den über sonst was Boss ist halt, dass er uns, glaube ich, mit einem Schlag tot macht. Ich weiß nicht genau, wie stark er ist. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, das DLC ist nicht beendet, solange dieser Bot nicht besiegte, Boss nicht besiegt ist. Insofern. Hä? Ach, ein Stink. Du hast Spaß, worum du gerade rumhängst? Ja. Gott, ist diese Waffe ungenau. Das kannst du keiner erzählen. Oh, ich habe den nächsten Kürbis gefunden. Gut, damit haben wir drei. Gut, okay, es geht doch relativ leicht, die Dinge zu finden. Die stehen doch relativ offensichtlich. Oder? Ja, beschäftige ich mal ruhig mit dem kleinen Zeug da. Ich renne mal hier über die Landschaft und suche Kürbisse. Weißt du noch mal, was der grüne war? Was steht denn dran? Was ist denn der Text von dem Ding? Ich weiß nicht, ich hab's einfach hingenommen. Ich glaube, grün war schneller. Nee, schneller laufen kann ich das jetzt gemerkt. Gelb war, glaube ich, schneller laufen. Also ich bin jetzt nicht schneller als sonst. Also, oder hier, was haben wir hier so? Du spürst den Zahn, doch nicht den Schmerz. Mit jedem Biss, da schwillt dein Herz. Ich glaube, das war der Heilbonbon, wenn ich mich recht entsinne. Würde zumindest Sinn machen. Und rot? Ja, was ist rot? Rot war. Boah, wir wussten das doch mal. Ja, rot war ganz doll toll. Ja, ich habe okay. Keine Ahnung mehr. Ganz ehrlich, ich habe das komplett vergessen. Ich weiß nur, blaue Nachschubbonbons sind die besten überhaupt, weil die halt quasi unendlich Munition machen und das ist einfach mal so viel wert. Was denn hier? Könnte denn hier dieser dumme Kürbis sein? Der soll nicht. Mann. Wo bist du eigentlich gerade? Ach, ey, machen sogar Handgranaten, kann es sein? Die blauen? Ja, Nachschub jeder Art und Weise. Also, das ist nicht auf Munition begrenzt. Oder Nachschub. Ah, ich habe ja auch noch einen Blitzschacht drin. Na gut. Das habe ich auch komplett vergessen, welche Waffen ich mit mir rumtrage, was ich sonst so alles habe und. Das ist alles komplett vergessen. Achso, wir machen, nachdem wir das hier mal durch haben, machen wir natürlich noch die beiden anderen Action-Packs. Die sind doch schon gekauft, liegen, sind doch schon fertig runtergeladen. Wir wollten, ich habe das ja für mich so ganz von oben herab, habe ich das entschieden, dass wir erst das hier fertig machen, das Halloween-Dingsbums, obwohl Halloween nun mal auch schon wieder zwei Monate her ist. Aber die Sachen wollen ja beendet sein. Also ich finde diesen dummen Kürbis hier nicht. Ich finde hier überhaupt keinen mehr. Die ersten waren so leicht zu finden. Jetzt sind die irgendwie alle nicht mehr auftreibbar. Verdammt! Ja, die mit den Psychos. Hilfe! Ich könnte mal deine. Weißt du, wie weit ihr entfernt ich bin?
Ja, okay, ich hab's hingekriegt, also ist alles gegangen. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Die haben nur irgendwie die ersten paar Schuss, die waren irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. War hier Sackgasse? Das ist ja scheiße jetzt. Ist hier ernsthaft Sackgasse? Warum ist hier Sackgasse? Das war sowas. Naja, das ist hier oben bei irgendwie so eine Ecke von so einer Mission, aber trotzdem geht das hier nicht. Mann, oh! Gelbe Bonbons. Was ist denn gelb gewesen? Gelb war auf jeden Fall schneller rennen. Das, okay, hier oben ist es also nicht. Na gut, hier oben ist also kein weiterer Kürbis. Den kann ich eigentlich direkt wieder runterspringen. Liegt hier sonst noch wieder rum? Ich habe echt Angst, dass ich halt einen so dummen Kürbis, indem ich einen Kürbis übersehe. Ich habe auch nicht so richtig Lust, das hier stundenlang zu machen mit den Kürbissen. Also, wenn sich hier nicht schnell ein Erfolg einstellt, habe ich auch keinen Bock mehr. Mir scheint Sonne ins Gesicht, das ist ja toll. Oh Mann, ey. Zu kleine Jalousien. Ja. Was denn? Also, du hast die noch. Ich bewerbe mich mit Knochen. Oh, ist ja schade. Noch eine Munition, ja. Vor allem werfen die Knochen auch mit ordentlich Schmack ist, so ist es auch tatsächlich Schaden machen. Wenn nicht, sollte die einfach abprallen. Wie viel hier vorne? Ich guck mal erstmal in der Kirche, wie viele Fackeln das insgesamt sind. Dann kann man jetzt sicherlich einschätzen, wie viel man da machen muss. Für die ganze Mission. Mann. Ah. Ich hab mal wieder irgendwie das Gefühl, dass ich keinen Schaden mache. Ja. Also ich renne hier gerade mit meiner Schnellfeuer-Slack-Waffe rum, ja, die ist so halbwegs brauchbar. So, wir haben hier, also es sind auf jeder Seite sind drei Fackeln an und aktuell sind, ja, drei halt. Also es fehlen noch drei Kürbis, müssen wir noch finden. Auf einer Seite sind schon zwei an und auf der anderen Seite ist nur eine. Okay. Also noch drei sind eine dumme Kürbisse, finden, die hier die Fackeln anmachen. Hier draußen wird da sicherlich auch noch wo eine rumstehen. Weil so groß ist die Map ja nur auch nicht, dass man sich hier großartig verirren kann und die Fackel nicht... Dass man hier keinen findet. Bis jetzt geht das ja nicht mit einem Gegner aufkommen, aber ich kann mich mal erinnern, dass hier mal deutlich mehr Party war, wo jemand an der Ecke ging. War mal so ein Typ. Wo er mich auch gerade ein bisschen. Was, wie? Ja, gut, wir haben es jetzt noch mit dabei. Ach, da oben ist noch einer. Wunderprächtig. So. Damit sind es vier. Hui. Und wo fliegt der hin? Na? Gut. Ja. Aus den Kürbissen kommen ab und zu mal Gegner raus, aber. Also beim letzten Mal war halt definitiv sehr viel mehr los. Ja. Also es fehlen noch zwei Kürbisse. Also wenn du irgendwo mal so einen rot leuchtenden Kürbis noch siehst, dann hätten wir es fast geschafft. Oh, bis jetzt. Na gut, ist noch einiges an Strecke. Eingesehen. Bis jetzt ist ja noch einiges an Strecke zu laufen. Ne, hier drin nicht. Tolle Gemälde, ist ja der Hammer. Aber sonst ist hier. Außer leuchtende Fernseher, die ich irgendwie so noch nie gesehen habe. Oh, noch ein. Oh! Oh, nee, doch nicht. Sind nur zwei Stück. Ich dachte, jetzt kommt hier gleich die große Bedrohung, aber es waren tatsächlich nur zwei so eine Spiderlinge. Spider-Ends heißen sie. Also eigentlich heißen sie Spider-Ends, weil da fehlt nämlich das I. Dum-dum-dum-dum-dum. Jungs, könnt ihr mich bitte mal in Ruhe lassen? Also, es ist ja. Ich hab doch hier noch Blitzschlag! Alter, der Blitzschlag ist klasse. Muss meine Granatenadel sehen. Na gut, ich muss weiter. Ja, aber außer Spinnen ist hier leider nicht viel gewesen. Ja gut, es sind nur noch zwei Kürbisse. Die könnten hier durchaus noch an der Schmiede sein und woanders auch noch. Lass mich in Ruhe, ätzenden. Sicher. Ekelhaft. Ach, du rennst hinter mir her? Ach, nee. Nicht? Ich dachte gerade, ich hab deinen Namen hinter mir gesehen. Weiß nicht, kann auch sein. Warte mal, was war Tapwahlkarte, wa? Ja, es gab auch eine Karte, das ist richtig. Aber du bist ganz woanders, wo ich. Du bist hinten immer in der Ecke. Ja, ich bin bei der Schmiede. Ich bin da, wo der Geldautomat ist, quasi. Es gibt mehrere. Geldautomat? Ja, Geldautomat. Willst du Geld abheben oder was? Dann musst du eine Munition zu leisten. Die Bonbons tun sich mehr. Ja, hier ist nichts. Wollen die eigentlich auch kaufen? Nee, war. Was? Geld? Na, nee, die Bonbons. Nee. Geld kaufen, ja? Ja, Geld kaufen, das geht durchaus. Also beim Schwarzmarkthändler, das. Die fast echten Scheine. Kann man sich sicherlich für wenig Geld holen. Renne! Gut. Kein Kürbis. Verdammt, gegen den Gesteck. Geht's gut? Oh, fuck. Beinahe in die Lava rein hier latscht. Ich hab hier so einen Gelm in die Grase. Ja, das ist schön. Ich hätte gerne einen gelben Kürbis. Irgendwie. Warte mal, hier ist noch einen. Roten. Was ist denn hier für ein? Oh, ich bin alleine. Ja. Ohne geschützt.
ja. Hier kommt gerade, also ich habe hier gerade irgendwie, ich weiß nicht, also. Das Besuch? Cool. Nee, also ich habe hier, gerade so eine Begegnung der dritten Art, hätte die für. Hier ist so ein Bett und ein Fernseher und aus dem Fernseher kam wie gerade so ein Zeug raus und jetzt ist hier irgendwie, jetzt irgendwie ist es hier ziemlich düster. Oh. Ich glaube, das Ereignis ist vorbei. Also es war ein bisschen komisch. Aus dem Fernseher kam so ein. Muss ich dir nicht mal zeigen. Die Letzten sind, Resistent? Fuck! Also, du musst alleine schaffen. Warte mal, Moment. Sieht schlecht aus. Ich habe auf jeden Fall meinen vorletzten Kürbis gefunden. Warte mal, ich könnte es schaffen. Ja, gut. Ich hätte dich auch nicht angucken können, also. Ja, verdammt, jetzt fehlt mir noch genau ein so dummes. Ah, Mann, wie könnte der denn jetzt sein? Ja, das ist genau das, habe ich mich befürchtet, dass ich einmal rumrenne und bis alle bis auf einen finde. Ah, einer fehlt noch. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt, ne? Weil ich weiß beim besten nicht, wo der sein könnte. Ah, das habe ich ja geahnt. Ich habe gehofft, dass es nicht passiert, aber es war mir nicht absolut klar, dass es passieren wird. Verdammt! Naja, mein. Zumindest die Musik wird auch dringender. Noch einen grünen brauche ich jetzt auch nicht. Ich renne mal den Weg zu Ende, vielleicht. Liegt ja da, wo du stehst, noch irgendwo einer rum. Na, bei deinem Lava fahren. Ging mir auch schon so. Ja, hat hier so viel. Ihn? Oh, warte mal, ist das hier neu? Was? Du sollst hier eine Waffe, ein Schild und Granatenmod reinschmeißen in diesen Tümpel und dann passiert irgendwas Cooles. Habe ich da rein gerade eine Waffe, ein Schild und Granatenmod bei? Ich habe definitiv eine Waffe bei. Und ich habe einen Granatenmod, den ich aber eigentlich behalten will. Okay, ich brauche einen Granatenmod. Irgendeinen billigen. Weil es gibt hier so ein, gibt hier so eine Art Altar, da kannst du Sachen opfern drin. Also hier den, ja, siehst du das hier? Da oben ist. Mal guck, hier Waffe. Boah, naja, ich denke mal nicht, dass es spezifisch für eine Pistole ist. Ein Schild und eine Handgranate sollst du reinschmeißen. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist das, entscheidet sich das darüber, wie gut das Zeug ist, oder kann man da alles reinwerfen? Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Ja, ich sehe ja schon. Ich finde, ihr wisst ja gerne lieber, wo mein letzter Kürbis ist hier. Ah, das geht mir eh nicht. Ja, das interessiert dich einfach ja nicht. Du rennst ja hier nur rum. Er schießt arme Skelette. Nur ich bin hier besorgt. Ja, das schießt hier auf mit Slack-Waffen auf den. So, nee, warte mal, ich muss jetzt mal kurz. Das will ich jetzt als nächstes ausprobieren. Bevor ich hier irgendwelche lustigen. Also, ich kann ja während ich meine Kürbis suche, kann ich ja mal kurz. Irgendwann mal schauen, ob ich irgendwo einen Granatenmod auftreiben kann auf den halben Weg. Der müsste aber eigentlich hier sein, weil hier war nur ein einziger Kürbis auf dem Weg hierher. Sind wir bis bei der End. Bleib mir fern. Und so. Oh, ich auch gleich. Verdammt. Nö. Oh, sieh schon. Ja, aber das ist nicht. Ich wieder rinkommen, wa? Ins Spiel? Naja, ich bin gerade ziemlich dämlich in die Gegnerhorn gerannt. Also bin ich ausgewichen, bin stehen geblieben, hab abgewartet. Trotzdem, ich brauche jetzt einen Granatenmod. Keine Bewegung. Ein Schild brauche ich ja nicht auch noch. Ein schlechtes. Ein schlechtes Schild? Ich weiß, wo eins ist. Ja, an meiner Ausrüstung, an meinem Gürtel hängt ein schlechtes Schild, aber. So, ja, da auch. Nee, oben bei, was ist denn das? Die Kirche, Kathedrale, was auch immer. Und ein bisschen wie wir. Nee, nee, ein Schildmod, kein richtiges Schild, nicht sonst aus Metall und so ein Ding. So. Das brauchen wir. Das ist einfach nur ein Schildmod. Mann, ich hätte echt gedacht, dass hier in der Schmiede irgendwie noch so ein dummer Kürbis ist. Ich bin an den Dingen schon dreimal vorbeigelaufen. Ich kenne mich doch bei sowas. Immer wenn ich was suchen will. Warte mal, hier, so. Jetzt habe ich erstmal eine richtig schlechte Pistole noch. Dann habe ich das auch schon mal. Das andere Pistole, die ich gefunden habe, die wollte ich eh nicht umfahren. So, warte mal. Ja, Zweikampf. Machst du jetzt Nahkampf oder was? Ja. So, wo ist jetzt der letzte dämliche Pilz? Ist ja auch nicht, ein Kürbis. Ach komm. Das ist mir nicht zu lange. Aber im Nahkampf schon immer so wenig Schaden immer? Naja, relativ wenig. Es gibt halt. Du kannst ja hier das eine Dings runterladen, damit du diese andere Klasse hast, den Psycho, der ist auf Nahkampf ausgelegt. Aber schon, der Geld gekostet, ne? Ja, 10 Euro sogar. Ich meine, der Mechomancer, also das, die mit den Roboter, die kostet ja auch Geld. Und die haben wir ja bloß umsonst gekriegt, weil wir hier das tolle Vorbesteller-Pack. Ja, okay, ja, beziehungsweise ich hab's ja wirklich vorbestellt, du hattest ja immer nur Glück im Media Max. Minimax. Ja, wo soll ich denn auf einmal. Uah, Gott, diese gelben Dinger. Hat ja keinen anbieten. Uah. Was hier nicht schön ist. Hier gibt es noch so viele Sachen, die ich beim ersten Mal durchlaufen gar nicht beachtet habe. Dass hier was rumliegt. Weil gar nicht so bekannt war hier irgendwie. Naja, ist ja schon wieder ein paar Monate her, wo wir zum Beispiel haben. Uah. So, aber hier mal erstmal.
Ja, toll, ja. Mann, warum liegt denn hier nirgends ein Granatenbot rum? Hier gibt's nur Granaten an sich, aber keine Granatenbots. Verdammte Hacke. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich diesen letzten dummen Kürbis hier nicht finde. Wo könnte der denn so sein? Mann, das nervt mich jetzt, dass jetzt allein so ein dummer Kürbis scheitert. Das kann ich eigentlich gar nicht akzeptieren. Das ist. Gut, da habe ich jetzt schon mal einen schlechten. Das habe ich schon mal ein Schild gefunden. Church of Death, ja, schön. Liegt der vielleicht am besten ja ganz prominent auf der Kirche selbst drauf? Das wäre witzig. Also total. Da nicht. Aua. Ein reanimierter Typ überhaupt nicht. Der übrigens feuerresistent ist, wie ich gerade zu meiner großen. Ja, gut, andere Waffe, ist ja gar kein Problem. Oh, guck mal, Iridium hast du übersehen. Oder ich. Ja, das gute Iridium, weil ich davon immer so wenig habe, weil ich das mal für allen möglichen Zeug verwende. Er versteckt sich hier. Ja, lass ihn hier aufhalten. Ich renne nochmal über die Kirche und suche jetzt diesen letzten verdammten Schädel. Kann aber nicht warten, Schwein. Komm doch, komm doch, komm doch. Wo könnte der denn sein? Hier hinten war ich auch schon. Mann, jetzt hier. Friss das. Gut, oh, der erste war auch relativ versteckt von den Schädeln. Der lag ja da vorne in seiner komischen Ecke. Den guckt man natürlich auch nicht so aus jeder Perspektive sehen. Vielleicht vorne bei Tiki Bar? Da war ja. Da lag ja an sich keiner. Nee. Kirschkraft. Zum Donnerwetter, ich bin vielleicht blind, verwirrt. Ich krieg gleich wieder Bock auf Wüstes. Aber ich hab immer noch ein sonniges Gemüt. Er hat ein sonniges Gemüt, ist ja schön. Verdammte Hacke. Wo könnt ihr. Ich brauch mehr gelbe Bonbons, sonst bin ich hier zu langsam zum rüber durch ihn drin. Ey, du hast 444 Gold gefunden, sehe ich hier gerade. Ja. Also, Credits. Ich hab irgendwas Cooles. Halt mal lieber auch schon nach einem Kürbis mit roten Augen. Statt mit grünen, wie sonst alle anderen Kürbisse auch hier. Der wäre so klasse, den zu haben. So klasse. Ja. Ich hab's genug, ich meine, nee, gut. Oh, Mann, ich dachte für eine Sekunde gerade, ich sehe ihn da vorne schon, aber das war nur ein ordinärer Kürbis. Okay. Ja, könnte denn dieser dumme Kürbis sein? Oh Mann, ey, das nervt. Das artet jetzt in so ein Suchbild aus, nur dass das Suchbild 3D ist und ich da durchrennen muss. Mann, oh. Das war ja so klar, dass es wieder an einen mangelt. Du kannst für den Kürbis nicht mehr geben, als man braucht. So 7 oder 8. Dann würde ich es wahrscheinlich gerade noch schaffen, 6 zu finden. Selbst würdest du nur 5 finden. Ja, vielleicht gibt es ja 7 oder 8. Ich will gerade sagen. Alle Spieler, was? Achso. Nee, gegen den Pumpkin-Dings möchte ich jetzt eigentlich nicht antreten. Es sei denn, dieser Schädel ist der letzte. Warte mal. Oh, Moment. Ah, fuck. War nur eine Lampe. Ach, Mann. Aus der Entfernung sehen hier viele Sachen aus wie diesen Kürbis, den ich suche. Die leuchten halt so komisch gelb und das. Naja, der Kürbis ist nicht das Einzige, was komisch gelb leuchtet. Auch nicht. Festgebackt. Nee, doch nicht. Hast ja Zeit, um wieder rauszukommen aus solchen Situationen. Ja, ich würd, wow. Was ist das hier unten noch? Noch ein Fernseher. Oh! Das ist lustig. Ey, ist schon wieder los hier. Ich finde lauter Fernseher mit. Also diesmal haben wir einen Fernseher mit, da liegen lauter Videotapes vor und davor war halt so ein Gesicht von so einem Psycho. Okay. Interessant. Aber leider kein. Och Mann, jetzt könntest du wieder auf. Ist nicht so schlimm. Wie schaffst du es eigentlich überhaupt noch zu sterben? Ich dachte, du spielst ja schon so lange vor dich umher, du musstest eigentlich mittlerweile alle Viecher umgenietet haben, die da irgendwo noch sein könnten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du überhaupt noch Gegner findest. Was aber nie schön ist. Ein blauer Bonbon. Juhu! Ja, trotzdem hier. Der letzte Kürbis, ne? Ja, ich hab einen gelben. Ja! Wir müssen einen gelben Kürbis finden! Ja! Oh, sag das mal. Gelbe Bonk. Oh, fuck. Gelbe Bonks bringen hier keinen weiter. Ist ja schon. Ja, dich vielleicht vorwärts bringen die dich, aber nicht weiter. Warte mal, ich glaube, ich hab gerade was gesehen. Ja, den ganzen Tag siehst du irgendwas. Ja, aber etwas von Bedeutung. Etwas, das meinen Auftrag nach vorne bringt. Guck mal, wir können auch einen Kürbis nehmen und den hier runterhalten hier. Ich weiß gar nicht, was das für ein Wasserrohrbruch sein soll. In Rot. Ja, meinst du, dass das hat denselben Effekt? Vielleicht. Ja, ich glaube eher nicht. Ist das gruselig oder? Naja. Das Ding ist,
in dieser Ecke, wo ich hier gerade lang renne, also da hinten noch, wo diese Windmühle steht, das ist so ziemlich die einzige Ecke, in der ich bis jetzt noch gar keinen Kürbis gefunden habe. Also dachte ich eigentlich, dass hier irgendwo einer vielleicht noch rumliegen muss. Könnt ihr davon ausgehen, dass hier mehr oder weniger gleich verteilt sind. Ach, das ist auch nur... Oder der letzte Kürbis ist wirklich so verdammt fies irgendwo in der letzten Ecke versteckt, dass man ihn so gar nicht finden kann. Dass man ihn nur aus einem bestimmten Blickwinkel gerade so aus der Entfernung erspähen kann. Ach man, ich weiß auch nicht. Ich will eigentlich nicht vorstellen. Ja, man ist genug nah dran, hier aufzuheben, dass ihr dann einfach das nächste Mod-Ding zu machen und das einfach dabei zu belassen. Lass uns doch mal schnell googeln. Ja, warte. Ist sowieso gerade Folge ändern, kann ich auch gerade mal kurz in der Pause googeln. Machen wir das mal eben. Also, bis gleich und zur nächsten Folge, wo dann vielleicht noch ein bisschen mehr Action passiert.